So, ja, das... Obwohl. Oh. So, jetzt ist doch gleich mal viel mehr Platz hier drin. 3 Stacks Steak. 3 Stacks, würde ich mal sagen. Ist doch gut. Veganer hassen diesen Trick. Nee, aber ich muss, also diese, faschistischen Veganer, kann man es schon fast nennen, die mag ich auch nicht. Das sind halt die, die die gesamte Aktion negativ dastehen lassen. Aber nee, ich muss schon sagen, so viel Fleischkonsum ist nicht gut. Ah, hier ist Leder, genau. Nee, so viel Fleischkonsum ist halt echt nicht gut. Ich finde, Fleisch gehört zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Fleisch schmeckt mir auch sehr gut. Aber zu viel Fleisch ist halt nicht gesund. Es muss halt auch ausgewogen sein. Du kannst halt nicht jeden Tag eine Kuh essen. Aber ich finde, es gehört schon dazu. Das Problem ist einfach die Massenproduktion. Es wird möglich gemacht, Fleisch billig und in Massen zu produzieren. Beziehungsweise, ja, in Massen billig zu produzieren. Das wird möglich gemacht und das ist das Problem. Ich finde, man sollte die Fleischproduktion reduzieren. Dass du halt nicht mehr so hektargroße Flächen hast, die vollgestellt sind mit Viechern. Ich gucke hier gerade den Mauerverlauf an. Dem kann man soweit eigentlich größtenteils folgen, finde ich. Das ist gut. Ja, das ist gut. Dem kann man folgen. Dann werde ich das auch hier wieder so machen. So, das kommt hoch, die kommt hier rüber. Okay. Ja, dieser hohe Fleischkonsum, der ist nicht gut. Aber insgesamt ist darin nichts Verwerfliches, Fleisch zu essen. Wie mache ich denn das hier jetzt am geschicktesten? So. Stone Bricks, Cracked und Cobblestone. So, ich fülle das erstmal hier wieder voll auf. Und mit dem Mauerverlauf bin ich eigentlich fast komplett zufrieden. Weil der hier orientiert sich halt wirklich eigentlich ausschließlich an der Natur. An den Gegebenheiten der Landschaft dahinter. Das Problem am Fleischkonsum ist die Masse, in der es gemacht wird. Und es wird einfach wirklich zu massiv Fleisch konsumiert. Und ich bin der Meinung, man sollte halt die Farmen reduzieren und dann wird das Fleisch natürlich teurer. Fleisch ist für mich ein Luxusgut. Das ist wie Schokolade zum Beispiel.
ne? Ich esse keine volle Tafel Schokolade am Stück. Mein Vater kann es, finde ich total abartig. Nicht nur, weil ich finde, es ist Verschwendung, sondern es ist halt auch irgendwo unnötig. Nee, aber so viel, ich meine, ich esse Schokolade, weil es für mich ein Luxusgut ist. Weil es mir schmeckt. So, und das ist, finde ich, einfach ein bisschen doof. Die halt zu vernichten, wenn man schon so sagen will. Aber was anderes tut man ja dann im Prinzip nicht. Man vernichtet die Schokolade. Und das ist für mich einfach unverständlich. Warte mal, habe ich hier gerade ein Skelett gehört? Ich hoffe nicht. Na, komm her. So. Ich brauche hier drinnen echt dringend ein Bett. Nee, aber Fleisch ist ein Luxusgut, Schokolade ist ein Luxusgut. Das sollte man halt nicht in Massen essen. Man sollte es genießen und wieder wertschätzen. Das ist halt auch das Problem. Es ist in Massen verfügbar. Es wird nicht wertgeschätzt. Weiße Skelette kann ich hören, aber hier, you can only sleep at night, wa? Geht doch. Ja, das ist eins der großen Probleme unserer Gesellschaft, dass wir konsumieren. Und dass wir zu viele Sachen als selbstverständlich hinnehmen, weil sie für uns selbstverständlich geworden sind. Wenn man wieder auf diese Betrachtung zurückkommt, okay, manches ist wirklich ein Luxusgut. Man kann es sich mal gönnen, aber man sollte es halt nicht übertreiben. Ich glaube, das würde viel ausmachen sogar. Wenn man eben Fleisch nicht für selbstverständlich nimmt, sondern als Luxusgut. Und die Produktion halt auch. Dass die Produktion angemessen ist, dass all diese Faktoren wieder angemessen sind. Ich glaube, dann gäbe es auch vielleicht wieder mehr Akzeptanz für Fleischkonsum in unserer Gesellschaft. Weil die Akzeptanz schwindet halt auch dadurch, dass es so ein kritisches Thema wird. Und klar, wir sind nicht auf Fleischkonsum angewiesen. Deswegen sage ich, es ist ein Luxusgut. Man ist nicht darauf angewiesen. Aber ich finde, es gehört zu einer ausgewogenen Ernährung. Ich meine, Leute, die sagen, ihnen tun die Tiere leid. Gut, gibt's zweierlei, ne? Gibt ja die, die nicht wollen, dass Tiere dafür umkommen. So, insgesamt. Hier finde ich dann schon wieder ein bisschen grenzwertig. Oder Leute, die sagen, Fleisch ist Mord. Ja, nein. Aber klar, hier Massentierhaltung, das geht halt wirklich nicht, finde ich. Also klar, wenn ich alleine wohne, würde ich mir natürlich auch erstmal das billige Fleisch kaufen. Seltener zwar, aber ich würde es mir auch erstmal kaufen, weil ich mir nichts anderes leisten kann. Ich bin ein armer Student. Und da sind halt so Möbel zum Beispiel ein bisschen wichtiger aktuell. Also aktuell, haha. Wenn ich halt irgendwann mal ausziehe, ne? Dann sind Möbel einfach insgesamt erstmal wichtiger. Wobei ich mir manches schon gesichert habe, zum Beispiel, wenn meine Eltern sich einen neuen Herd anschaffen, dann habe ich schon ein Anrecht auf den Herd geäußert. Hey, welcher Student kann es von sich behaupten, direkt zum Auszug für lau einen Herd zu bekommen?
da sind, also die meisten, die ich kenne, die haben sich für teuer einen Herd kaufen müssen. Gut, ich habe halt nur so lange das Anrecht darauf, wie es heißt, der Herd kann bei uns im Schuppen gelagert werden. Wenn da der Platz ausgeht, dann, ja, geht mir leider auch der Herd aus. Ja, hört auf, hier rumzustehen, ihr Zombies. Halt. Falsches Werkzeug. Ja, also hier Massentierhaltung finde ich persönlich auch nicht gut. Weil es sind teilweise wirklich sehr schwierige Zustände. Und das finde ich auch nicht gut. Wie gesagt, ich bin dafür, dass man Tiere isst, als Luxusgut. Aber ich bin dagegen, Tiere zu misshandeln. So wie es teilweise gemacht wird. Da bin ich natürlich entschieden dagegen. Ich weiß, ich werde jetzt hier wieder trotzdem viele Veganer-Faschisten getriggert haben, so Fleisch ist Mord, aber das ist was, womit ich leben kann. Genauso damit, Tio zu essen. Tut mir leid, ist so. Und ich finde, das Schlimme an der Sache ist halt auch eben diese Veganer, die einem die Meinung aufzwingen. Wie vorhin erwähnt, es sind nicht alle so natürlich, ne? Ist ja genauso wie, dass nicht alle Schwulen zum Beispiel sich rosa anziehen und hier fett abdancen auf der Love Parade. Nee, wie heißt die andere? Street Day, genau. Love Parade war das andere Ding, bei dem sehr viele Menschen draufgegangen sind. Waren aber bestimmt auch Schwule dabei. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern es sind halt nicht alle so quietschig, schrill und bunt. Es sind halt diejenigen, die auffallen, ne? Verdammt. So. Und darum geht's. Die, die auffallen, machen sehr viel von der Akzeptanz der Gruppe aus. Aus, jawohl. Wenn ich mal mehr vernünftig sprechen kann, ich. Und klar, wenn viele negativ auffallen, schwindet halt auch die Akzeptanz für diese Gruppe. Ist ja genauso wie mit religiösen Menschen. Es gibt normal religiöse Menschen. Und da beziehe ich mich nicht auf Islam oder Judentum oder Christentum. Da beziehe ich mich auf meine Fresse, du dumme Sau. Da beziehe ich mich auf Religion im Allgemeinen. Und ich finde Religion im Allgemeinen nicht gut. Ja, wenn du hier raus willst, dann geh. Ah, ihr wollt lieber beide zurück, alles klar. Ich finde Religion im Allgemeinen nicht gut. Früher war es vielleicht gut, um den Menschen zu helfen, sich die Welt zu erklären, aber heutzutage ist es einfach weit überholt. Ich finde, heutzutage sollte man andere Ansichten vertreten. Und zum Beispiel so, wie ich es tue. Ich glaube nicht an einen Gott, sondern ich habe wieder eine Axt in der Hand, bin mit Holz beschäftigt und rede über Religionen. Ich sehe Muster. Ich glaube nicht an einen Gott, sondern an mehrere Dimensionen und dass es möglich ist, dass Wesen mit, nennen wir es magischen Kräften, in diesen Dimensionen existieren. Wer weiß? Ich nicht. Aber wer wäre ich, das kategorisch auszuschließen, nur weil es eine unwahrscheinliche Möglichkeit von vielen ist. Aber hey, es ist eine Möglichkeit. Und ja, bei all diesen Gruppen fallen halt die Leute negativ auf, die sich in den Vordergrund drängen. Und das sind zum Beispiel Terroristen. Und Terrorismus hat nichts abhängig davon mit der Religion zu tun. Das ist, es gibt auch christlichen Terror.
Man mag es kaum glauben. Die gehen halt anders vor, aber es ist trotzdem. Ist trotzdem Terror. Das war jetzt voll der Käse, was ich gemacht habe. Denn da wollte ich meine Mauer bauen. Die gehen halt anders vor, die Gruppen. Aber es ist halt immer noch nicht gut. Und wie gesagt, deswegen ist es unabhängig davon, an welche Religion man glaubt oder irgendwas. Ist es davon abhängig, wie man das rüberbringt. Also, das Huhn kann mir doch aus dem Weg gehen. Krass. Und ich kenne es relativ groß tatsächlich, dass. Also, ich kenne relativ viele von diesen faschistoiden Christen. Die mich auch schon doof angemacht haben. Hä, wie kann ich nicht daran glauben, so ungefähr? Und die auch so nach Motto eingestellt waren: Boah, ja, nur Christentum ist gut, alles andere ist Schmutz. Wo ich mir auch denke: Du glaubst genauso an so einen Bullshit. Also, wer lässt dich behaupten, was gut und was schlecht ist? Es hat sich alles irgendjemand mal ausgedacht. Und das sind halt die Menschen, die negativ auffallen. Und ja, wenn man dann vermehrt solche Menschen sieht, beziehungsweise wenn man mehr diese Präsentation sieht, dann verändert das natürlich das Bild auf die Gesamtheit der Sache. Und das ist halt das ganz große Problem dahinter. Die Gesamtheit der Sache wird in den Dreck gezogen durch die Leute, die die Sache so vehement vertreten, ohne vernünftig drüber reden zu wollen. Die sagen, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und das ist halt das, was nicht geht. Das ist das, was man nicht machen kann. Wenn man will, dass die Leute einem für ihre Sache zuhören, dann musst du den Leuten auch vernünftig entgegentreten. Das verstehen viele nicht. Ich habe hier oben kein Bett, ich habe das nur hier unten, weil mein anderes Bett da drüben steht. Ich habe hier drinnen Betten, in denen habe ich noch nie geschlafen. Das ist halt immer so eine Sache, wie bringt man etwas rüber? Ich werde schon wieder einige Gruppen getriggert haben. Es sind halt dann die, die sich auch kategorisch angegriffen fühlen. Jo. Ne, also mit der Mauer, da bin ich erstmal so weit zufrieden. Kontrolliere hier nochmal, ob hier alles sauber geht. Ah, es sieht sauber aus. Hier bei so einem Eck muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Vielleicht werde ich die ein bisschen gerade ziehen, die Kante hier. Weil hier lassen sich echt schwierig Treppen draus bauen. Wäre eigentlich so eine Kante nochmal durch Treppen ersetzen, dass es ein bisschen gerundeter aussieht. Mal gucken. Gut. Aber ja. Wir sind bei 39 Minuten. Ich muss mich mal ein bisschen für die Uni vorbereiten. Gut, die geht zwar erst in einer halben Stunde los, aber nevermind. Will trotzdem nicht zu spät kommen oder irgendwas. Hui. Ja, war wieder eine sehr lehrreiche Folge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht zu sehr. Dass ich schon wieder versuche, allen ins Gewissen zu reden und sage, denkt drüber nach, wie ihr mit anderen Menschen umgeht. Ich müsste eigentlich das gesamte System hier hinten terraformen. Ich müsste eigentlich ja hinten alles in dieser Senke einen hochsetzen. Ja. Gut. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dieser Folge und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.